Das ist eine der wichtigen Techniken, die wir hier in Innsbruck in mehreren Gruppen verwenden. In diesem Fall verwenden wir auch die sogenannte Laserkühlung in diesen Ionenfallen. Die Laserkühlung macht im Prinzip Folgendes. Wir haben ein einzelnes Atom, das sich da bewegt. Und wenn ich nun diesem Atom einen Lichtstrahl entgegensetze und den Lichtstrahl so einstelle, dass immer dann, wenn das Atom auf den Laser zufliegt, ein Photon absorbiert, dann wird Folgendes passieren. Das Atom wirft das Photon in alle Raumrichtungen weg. Statistisch kann es nach da und da fliegen. Aber im Mittel kriegt es immer einen Schlag sozusagen vor den Kopf. Auf die Art und Weise verlangsamt sich das Atom in seiner Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt das oft genug mache, bringe ich damit die Atome tatsächlich vollständig zum Stillstand. Und das Atom bleibt in dieser Falle, das ist wie eine kleine Schüssel, in der eine Kugel hin und her rollt. Dieses Atom bleibt in der Schüssel am Boden liegen. Und wir können das so präzise machen, dass wir das sogar in allen Freiheitsgraden zum Liegen bringen können. Es ist wirklich absolut in Ruhe. Etwas, was man sonst klassisch gar nicht erzeugen kann. Klassisch sprechen wir immer von Temperaturen. Temperaturen sind immer etwas, was sich noch ein wenig bewegt. Also wenn wir eine Zimmertemperatur haben, dann wissen wir, das ist etwa 25 Grad heutzutage im Sommer, dann bewegen sich die Luftmoleküle sehr schnell. Die fliegen vielleicht mit 1000 Meter pro Sekunde durch die Gegend. Das ist sehr schnell. Allerdings stoßen sie auch und das empfinden wir als Temperatur. Wenn wir die Luftmoleküle abkühlen würden, dann würden sie sich weniger und weniger und weniger bewegen. Sozusagen, wir ziehen die Energie heraus. Das ist Abkühlen. Aber es gibt immer noch eine kleine Restbewegung, immer weniger und weniger und weniger. Nun, die Luftmoleküle fangen dann nicht an einzufrieren. Es passiert es bei sehr, sehr tiefen Temperaturen. Und es gibt manche Atome, manche Moleküle, die auch gar nicht gefrieren können. Was passiert zum Beispiel im Nachbarlabor, ist, dass man die Atome so weit abkühlt, dass man ein Milliardstel eines Grades über dem absoluten Nullpunkt landet. Das ist wirklich der kälteste Platz unseres Universums. Wir arbeiten dagegen immer nur mit einzelnen Atomen und da bewegt sich zum Schluss dann nichts mehr. Dann kann man auch nicht mehr von einer Temperatur reden. Die sind absolut im Stillstand. Aber die Techniken der Laserkühlung sind absolut entscheidend für diese Präzisionsspektroskopie und für die Beherrschung dieser Freiheitsgrade. Wir müssen in der Lage sein, die Bewegung komplett auszufrieren und damit sauber alles zu manipulieren. Sonst können wir Informationen nicht sauber übertragen. Das ist eines der Herzstücke in dieser Apparatur. Also Atome in dieser Apparatur sind ultra kalt. Hier haben wir eine weitere Apparatur, einen kleinen Quantencomputer. In diesem Zentrum befindet sich wieder eine Falle, in der wir Atome aufheben können. Diese Atome werden mit Licht wieder durch die ganzen Spiegel beleuchtet und dieses Licht wird anschließend durch diese lange schwarze Pappröhre geleitet in diesen großen schwarzen Kasten im Zentrum, den wir da sehen. Und das Licht wird aufgefangen von einer fotoempfindlichen CCD-Kamera, die uns die Bilder macht des Fluoreszenzlichtes der Atome, die wir in dieser Falle haben. Und das kann man jetzt hier auf dem Computer ganz eindeutig sehen. Sie sehen hier auf dem Bildschirm das Abbild des Fluoreszenzlichtes von zwei gespeicherten Atomen oder Ionen in diesem Fall. Ein Punkt hier und ein Punkt da. Jeder dieser Punkte kennzeichnet genau ein einzelnes Atom, das leuchtet, nachdem es eben von Laserlicht im tiefen UV und auch im Infrarot angeleuchtet wird. Und dieser leicht bläuliche Schimmer soll andeuten, die Farbe und die Intensität, die wir aus den Ionen bekommen. Aus dieser Fluoreszenzlichtinformation leiten wir alles ab, was wir an Quanteninformationsverarbeitung machen. Mit weiteren Lasern werden wir nämlich diese Ionen manipulieren. Wir bringen sie in Bewegung, bringen sie wieder zum Stillstand und verknüpfen die Informationen zum Beispiel des linken mit dem rechten Atoms. Und wir leiten alle die Informationen, die wir tatsächlich daraus gewinnen, aus einer Änderung dieses Fluoreszenzlichtes ab.
und können damit Quanteninformationsverarbeitung machen, nämlich jede Information, die wir haben, ist entweder in einem oder in beiden Ionen gespeichert. Diese Flecken repräsentieren natürlich das, was von den Atomen emittiert wird. Das ist das Licht, was gestreut wird. Wir sehen nicht die Struktur, die innere Struktur der Atome. Dafür sind die Atome viel zu klein. Wir sehen nur das emittierte Licht. Aber wir wissen aufgrund der Tatsache, dass diese Atome hier gerade einmal 5 Mikrometer auseinander sind und dass sie wirklich stillstehen, das können wir ja beobachten, dass wir einzelne Atome an den einzelnen Orten haben, die nun gerade ihr Licht wieder herauswerfen und uns als Information diese Bilder geben. Und wenn wir nun die innere Information der Atome in diesen Zuständen manipulieren mit Laserlicht, dann würde sich das Abbild ändern. Wir sehen zum Beispiel, dass das eine Atom leicht dunkler wird, also das andere wird etwas heller und so weiter. Aus dieser Änderung können wir tatsächlich die Information ableiten. Ganz genau gesagt erkennen wir sogar Quantensprünge. Wir sehen die Quantensprünge der Elektronen von einer Bahn auf die nächste, dadurch, dass das Licht komplett ausgeht oder komplett angeht. Die Atome leuchten oder leuchten nicht. Das heißt, an dieser Stelle sieht man wieder genau die beiden Zustände 0 und 1, wenn wir messen. Wenn wir aber nicht messen, also nicht mit einem Laser hinschauen und Licht streuen, müssen wir immer annehmen, dass die Atome in Superpositionen sind. Und das ist genau die Quanteninformation, von der wir hier leben und die wir hier verarbeiten. Hier ist nun das Herzstück des Quantencomputers. Da sieht man hier den Satz von Messerschneiden. In der Mitte dieser Messerschneiden befindet sich gerade ein Feld, das dann mehrere Ionen hält. Und das sind die Ionen, die wir auf dem Bildschirm sehen, wenn sie leuchten. Das sind die Träger der Quanteninformation, die einzelnen Atome. Und dort wird die Quanteninformation dann mittels Laserstrahlen verarbeitet, manipuliert und wir werden durch Messungen dann auch ein solches Ergebnis aus diesen Atomen auslesen können. Das ist der Ort, wo einzelne Atome manipuliert werden. Die werden zuerst runtergekühlt, dass sie überhaupt nicht mehr bewegen, dass sie wirklich zum Stillstand kommen. Dann werden sie manipuliert, indem die interne Information, also dort, wo die Elektronen sind, das wird manipuliert mit einem Laserstrahl. Dann werden sie unter Umständen noch in Schwingungen versetzt, sodass sie miteinander reden. Denn wenn ein Atom in Schwingungen versetzt wird, dann schiebt das ja dadurch die abstoßende elektrische Ladung, das zweite Ion auch. Dadurch kriegen wir eine Übertragung der Quanteninformation und wir können auch die Schwingung wieder herausziehen und haben damit den Zustand der Atome in ganz bewusster Weise verändert. Wenn man das geschickt macht, kann man damit rechnen. Ich kann damit also Register einlesen, so wie beim herkömmlichen Computer, kann sie auslesen und kann bestimmen, was das Ergebnis der Rechnung ist, indem ich auf dem Computer mir anschaue, aha, wo landet denn ein Atom? Bin ich im Zustand 1 oder bin ich im Zustand 0? Selbst wenn ich eine Superposition habe, kriege ich hinterher dieses Ergebnis. Wir haben dann zwar den Quantenzustand zerstört, aber ich habe klassische Informationen gewonnen, die mir Auskunft darüber gibt, wie nun das Quantencomputerprogramm abgelaufen ist. Was unterscheidet denn nun die klassische Theorie ganz wesentlich von der quantenmechanischen Theorie? Neben der Tatsache, neben der Rolle des Zufalls, die wir gerade eben besprochen haben, ist der wesentliche Unterschied, dass ein Quantensystem sich verändert, wenn ich an einem Quantensystem eine Messung vornehme. Mit anderen Worten, ein quantenmechanisches System, das beobachtet wird, ist ein anderes als das unbeobachtete System. Das ist völlig ungewohnt für uns und völlig widersprüchlich für die klassische Welt. Wenn ich also zum Beispiel auf einen Schrank, ein Regal hinschaue, dann verändert sich die Position dieses Regals, des Buches im Regal natürlich nicht. Das ist ein klassisches Phänomen. Dagegen, wenn ich ein einzelnes Atom hernehme oder ein einzelnes Elektron beispielsweise und ich möchte wissen, wo dessen Ort ist, dann muss ich zum Beispiel ein Photon hernehmen, ein Lichtteilchen oder viele von denen, um zu sehen, wo denn der Ort des Atoms war, wenn ich das Lichtteilchen dorthin schicke. Es wird reflektiert und gibt mir die Information. Aber in dem Moment, wenn das Teilchen, mit dem
ich beobachte, wo denn die Position des Atoms oder des Elektrons sein soll, dort auftrifft, dann wird durch den Stoß beispielsweise dessen Position wieder verändert. Das soll heißen, ein quantenmechanisches System verändert sich in dem Moment, wenn es beobachtet wird. Das heißt, das ist der grundlegende Unterschied zu der klassischen Theorie und zur klassischen Physik, dass quantenmechanische Systeme anders sind, wenn sie gemessen werden oder, wie man sagt, landläufig beobachtet werden. Ein Beobachter kann alles sein, was in irgendeiner Weise erlaubt, die Information abzuziehen oder herauszufiltern. Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe ein Atom, dessen Zustand ich nicht weiß, das zum Beispiel in einer Superposition sich befindet. Wenn dieses Atom sich zum Beispiel hier in der Luft bewegen würde, oder die Luftmoleküle bewegen sich ja mit sehr hoher Geschwindigkeit und würden das Atom stoßen, dann kann es passieren, dass das Atom dadurch eine Information abgibt an die Luft oder an die Luftmoleküle. Dann wäre die Luft oder wären die umgebenden Moleküle wären der Beobachter. Wir müssen immer sehen, Quantensysteme sind stets in Wechselwirkung auch mit einer Umgebung. Man spricht meistens von einem Bad. Also zum Beispiel ein Atom, das ich als Quantensystem betrachte, befindet sich im umgebenden Bad der ganzen Luftmoleküle. Die Atome müssen sich im Vakuum befinden, denn wir wollen die Atome ja festhalten, sodass sie nicht mit anderen stoßen. Wenn jetzt Luftmoleküle drumherum wären, dann würden sie ja permanent damit stoßen und die Atome wieder in Bewegung setzen. Das darf nicht passieren. Wir müssen also ein Vakuum haben, sodass die Zeit zwischen zwei Stößen mindestens 10 Minuten oder eine Viertelstunde ist. Ja, eines der wesentlichen Elemente, die wir in der Quantenmechanik haben und die oft Leuten Kopfweh bereiten, ist die sogenannte Unbestimmtheitsrelation oder Unschärferelation landläufig, die nach Werner Heisenberg benannt ist, die Heisenbergsche Unschärferelation. Die Heisenbergsche Unschärferelation sagt aus, dass wenn ich versuche, bei einem quantenmechanischen System, zum Beispiel den Ort sehr präzise zu messen, dass ich dann seine Geschwindigkeit nur relativ ungenau messen kann. Genauer, je präziser ich versuche, den Ort zu bestimmen, umso ungenauer kann ich dessen Geschwindigkeit bestimmen. Oder umgekehrt, je präziser ich versuche, die Geschwindigkeit eines Teilchens zu bestimmen, umso unsicherer kann ich den Ort wirklich festlegen. Bevor ich das näher begründe, will ich das an einem anderen Beispiel klar machen. Wir müssen als Hintergrund festhalten, dass wir uns hier in der Wellenmechanik bewegen. Das heißt, alles wird hier als Welle betrachtet. Und das ist die Grundvoraussetzung. Wenn wir das einmal akzeptieren, dass wir auch Materie, Teilchen oder Photonen, Lichtteilchen als Wellen betrachten, dann ist die Unschärferelation, wie wir gleich sehen werden, eine unmittelbare Konsequenz dieser Tatsache. Warum? Nehmen wir eine kleine andere Anleihe. Betrachten wir zum Beispiel jemand, der möchte auf einer Flöte den Kammerton A spielen, 440 Hertz. Dann lassen wir dieser Person ein paar Sekunden Zeit. Wunderbar, klingt gut, ja, das kann ich zählen, wenn wir schnell genug sind, 440 Hertz, das ist wunderbar. Eine Sekunde ist schon vielleicht zu kurz. Gehen wir noch ein bisschen kürzer, machen wir das eine Millisekunde, eine Tausendstel Sekunde. Eine Tausendstel Sekunde, das würde ja bedeuten, 440 Hertz, die Schwingung dauert ja schon über 2 Millisekunden.
Das heißt, ich sehe von einer Schwingung nur einen Bogen oder nur einen Drittelbogen. Ich kann also nicht genau aussagen, wie viele Schwingungen pro Sekunde ich tatsächlich habe. Das bedeutet, wenn die Zeitspanne, die ich hinhöre, zu kurz ist, wird die Frequenz, mit der ich bestimmen kann, was für ein Ton das ist, die Tonhöhe, wird immer unsicherer. Und umgekehrt, wenn ich die Frequenz sehr scharf festlegen will, muss ich sehr lange hinhören, um tatsächlich die Sache zu machen. Und Heisenberg hat eben herausgefunden, dass eine ganz wichtige Beziehung, dass sich Ort und Geschwindigkeit nicht beliebig scharf gleichzeitig messen lassen. Das heißt immer, das eine kann ich messen auf Kosten einer gewissen Unsicherheit des anderen oder Unschärfe, wie er es dann nannte. Und das Produkt aus diesen Unsicherheiten ist gerade gegeben minimal durch die Planck'sche Konstante. In der Regel ist die Unsicherheit immer größer. Sodass also diese Heisenberg'sche Unschärferelation, die wir mit quantenmechanischen Systemen immer in Verbindung bringen, lediglich eine Konsequenz des Wellenbildes ist, das wir der ganzen Quantenmechanik zugrunde legen. Ja, die Quantentheorie ist eine statistische Theorie. Das soll heißen, wir reden über Wahrscheinlichkeiten. Das einzelne Ereignis, das wir messen, dem kommt in der Quantenmechanik keine Bedeutung zu. Wir können ein solches Ereignis nicht vorhersagen. Also, ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel messe, ob ein Teilchen an einem Ort ist oder nicht, dann kann ich nur feststellen, ein Detektor macht Klick, dann war es an diesem Ort. Oder der Detektor macht eben nicht Klick, dann war das Teilchen nicht da. In anderen Worten, wenn ich Lichtteilchen detektiere, nachweise, dann sagt der Detektor, ja, es war ein Photon, ein Lichtteilchen da, oder es war keins da. Und wenn wir jetzt messen wollen, dann müssen wir über viele solche Ereignisse mitteln und wir kriegen dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit heraus, wie die Natur sich verhält. Aber dem Einzelereignis kommt nichts heraus. Das verstehen wir unter der statistischen Theorie. Wir sind in gewisser Weise bei einem Zufall. Nur der Zufall, wie wir ihn landläufig kennen, etwa wenn ich einen Würfel werfe, hat nichts mit dem quantenmechanischen Zufall zu tun oder nur sehr wenig. Nur in dem Sinne, dass eine andere Statistik oder eine gewisse Statistik herauskommt. In der Quantentheorie kann ich per Definition, also per se, von vornherein nicht wissen, was das einzelne Ereignis machen wird. Wenn ich dagegen einen mechanischen Körper habe, von dem ich vielleicht bei Kenntnis vieler Freiheitsgrade ausrechnen könnte, wie er denn fällt, zum Beispiel ein Würfel oder ein Sandkorn, das ich auf einen Haufen werfe, von dem ich im Prinzip vielleicht eine Trajektorie, also eine Bahn ausrechnen könnte, um zu berechnen, wo das Sandkorn landet, dann ist das vielleicht zufällig in den meisten Fällen, aber es wäre unter Umständen vorhersagbar. In der Quantenmechanik ist es absolut nicht vorhersagbar. Das ist wirklich zufällig. Das ist der Unterschied zwischen der Quantenmechanik und der klassischen Theorie.
ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel einen Schalter, Lichtschalter beispielsweise, dann wissen wir, dass dieser Schalter genau zwei Positionen hat. Unten, oben oder an und aus. In der quantenmechanischen Welt müsste ich zunächst einmal ja fragen, in welchem System, in welchem Zustand, eigenen Zustand bist du denn? Ich müsste eine Messung machen. Wenn ich also ein solches System hätte, das zum Beispiel in genau zwei Zuständen sein kann, dann würde ich das System entweder unten oder oben finden. Aber wie wir gesehen haben, wenn ich eine Messung vornehme, verändert sich ja das System. Ich finde es eben genau in unten oder oben, an oder aus. Solange ich aber nicht hinschaue, weiß ich nicht, in welchen Zuständen es gewesen ist. Und wenn ich viele solcher Messungen mache, könnte es sein, dass ich zum Beispiel 50% an und 50% ausfinde. Dieser Tatsache muss ich Rechnung tragen, wenn ich jetzt einen Zustand in der Quantenphysik beschreiben will. Die Quantenphysik tut das insofern, als sie sagt, das System kann sowohl als auch sein oder gleichzeitig. Das wissen wir nicht. Dieses gleichzeitig ist es sowohl als auch, wird als Überlagerung bezeichnet. Und wir können nur mit einer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit der wir beobachten, das System in dem einen oder anderen Zustand zu finden. Das ist ein ganz gravierender Unterschied zu der klassischen Physik, von der wir immer wissen, wir finden das System in dem einen oder den anderen Zustand. Wir finden es niemals in beiden zugleich. Und dieser Zustand, den wir in der Quantenmechanik haben, den bezeichnen wir als Superposition oder im Deutschen als Überlagerung. Wenn ich aber die Quantenmechanik jetzt verallgemeinere, den Begriff der Überlagerung allgemeiner fasse, dann gibt es auch Zustände, wo man annehmen muss, dass ich nicht weiß, welches Atom ist da und welches Atom ist da. Dieser Zustand wäre eine Überlagerung über Raumpunkte hinweg. Und diesen Zustand bezeichnen wir in der Physik als verschränkte Systeme. Also eine Überlagerung, die nicht lokal ist. Und mit solchen Überlagerungen kann man in der Physik nun scheinbar sehr seltsame Dinge machen, die Einstein schon lange vorhergesehen hat und gegen die er emotional sehr war, weil er sie einfach nicht akzeptieren konnte. Für ihn waren die räumlichen Bedingungen, ein Atom zu sein, das war eine lokale, realistische Eigenschaft. Die müssen wir heute aufgeben, weil Experimente zeigen, dass wir diesen Begriff der Verschränkung, wie er von Erwin Schrödinger eingeführt wurde, tatsächlich im Experiment sehen. Wir können die Konsequenzen einer solchen Verschränkung tatsächlich im Experiment beobachten. Mehr noch, wir können die Verschränkung heute im Experiment einsetzen, sinnvoll einsetzen und für Anwendungen nutzen. Eine dieser Anwendungen ist heute in der Quantenkommunikation zu sehen. Wir können Quantenzustände von einem Ort an einen anderen übertragen. Das wäre der Begriff der Teleportation. Wir haben in der Zwischenzeit solche Teleportationsexperimente, also die Übertragung der Quanteninformation von einem Punkt auf einen anderen, auch mit Atomen demonstrieren können.
Wie funktioniert denn nun die Teleportation? Teleportation braucht also zunächst einmal ein Paar aus quantenmechanisch verschränkten Teilchen. Das können zwei Photonen sein, das können zwei verschränkte Atome sein. Und normalerweise hat man einen Partner A und einen Partner B, die miteinander reden wollen. Der Partner A heißt in der Kommunikationstechnologie meistens Alice, eine junge Dame, und der Partner B ist Bob, der mit Alice in der Regel kommunizieren will. Und meistens möchte man auch nicht, dass sie abgehört werden. Also A und B reden miteinander, Alice und Bob. Zu Beginn teilen sich Alice und Bob jeweils die Hälfte von zwei Teilchen, also jeweils ein Teilchen, die ich aber zuvor miteinander verschränkt habe. Das heißt, die müssen durch irgendeinen Prozess einmal in Wechselwirkung gewesen sein, dann sind sie verschränkt und nun kann Alice ihr Teilchen mitnehmen, Bob nimmt sein Teilchen mit und sie können über große Distanzen auseinandergehen. Sie müssen allerdings aufpassen, dass diese Teilchen, die sie ja verschränkt haben, nicht beobachtet werden und nicht gemessen werden, denn sonst würde ja die Verschränkung sofort zerstört werden. Nun könnte Alice auf dem Berg dort drüben irgendeine Quanteninformation, also einen quantenmechanischen Zustand, von dem sie nicht weiß, was es ist, denn sie darf ja nicht hinschauen, könnte ihn nehmen und sie packt nun ihr Teilchen mit dem unbekannten Zustand in eine weitere Überlagerung zusammen, ohne zu messen. Man kann also Teilchen einander überlagern, ohne zu messen. Und sie macht an diesem überlagernden System eine Messung. Sie findet zum Beispiel, aha, beide überlagerten Systeme, also die beiden Teilchen finde ich jetzt beide aus, beide an oder eins an, eins aus. Das darf sie machen. Sie hat aber nicht gewusst, welches Teilchen welche Information getragen hat. Die Information, was für eine Kombination sie gemessen hat, die gibt ihr keinen Hinweis darüber, welchen Zustand sie hatte, denn sie wusste ja auch nicht, welchen Zustand ihr verschränktes Anteil hatte. Aber die Information, was die Kombination war, die darf sie nun klassisch über Telefonleitung an Bob weitergeben. Und Bob sagt, ja wunderbar, das ist genau, was ich wissen muss. Ich weiß jetzt nämlich, was ich machen muss mit meinem verschränkten Teilchen. Ich mache jetzt eine Operation, eine Manipulation mit meinem Teilchen, die hängt davon ab. Also zum Beispiel, wenn beide Teilchen nach unten gezeigt haben hier, dann weiß ich ganz genau, mache ich hier zwei Operationen. Wenn beide nach oben gezeigt haben, mache ich gar nichts. Wenn beide so rum oder so rum gezeigt haben, eins oben, eins unten oder eins unten, eins oben, dann macht er entweder die eine oder die andere Operation und erhält damit automatisch am Ende, quasi durch Zauberei, den unbekannten Zustand, den Alice da eingestellt hat. Das ist Teleportation. Mehr ist es nicht. Es ist eine Quanteninformationsübertragung mit Hilfe von zuvor verschränkten Teilchen. Das kann man mit Photonen machen und das eignet sich besonders gut zur Kommunikation über lange Distanzen, wobei man aufpassen muss, dass die Teilchen nicht gemessen werden. Also heutzutage kann man das über Distanzen in Glasfasern auf etwa 60, 70 Kilometer machen, was ausreichend ist, um zum Beispiel auch Satellitenkommunikation zu machen, denn die Atmosphäre entspricht etwa einer Dicke von 5 Kilometern, wenn man das alles zusammenfasst, sodass hier schon wirklich Kommunikationskanäle auch kommerziell genutzt werden können. Stichwort Quanteninformationsverarbeitung. Hier mit unseren bewegten Atomen. Wir betrachten die Information als gespeichert in einem einzelnen Atom. Das sitzt hier und ein weiteres Atom sitzt zum Beispiel da. Und wenn wir mehr machen wollen, können wir noch mehrere solcher Atome nebeneinander setzen. Betrachten wir es nur mit Zweien. Wenn man Quanteninformationsverarbeitung machen will, dann muss man insbesondere natürlich einzelne Atome ansprechen können und muss deren Informationsgehalt verändern können. Nach beliebigem Willen. Das ist eine Sache, die wir in der Regel können, indem man zum Beispiel einen Lichtstrahl auf ein einzelnes Atom richtet und dort mit dem Lichtstrahl das tut, was man möchte. Wichtiger ist aber, für alle Programme, die man machen muss, Rechenprogramme, muss man immer Wenn-Dann-Entscheidungen treffen. Wenn-Dann-Entscheidungen brauchen aber eine Kontrolle und etwas, was kontrolliert wird. Denn sonst kann ich keine Wenn-Dann-Entscheidung treffen. Das bedeutet, ich brauche in der Regel mindestens zwei solcher Qubits.
Quantenbits. Zwei solche Atome. Ja, wie macht man das? Wenn diese Atome nichts voneinander wissen, dann ist dem Atom ziemlich wurscht, was er an dem Atom tue. Dann kann ich keine Wenn-Dann-Entscheidung machen. Ich muss also in irgendeiner Weise diese Atome voneinander wissen lassen. Das haben wir schon diskutiert. Ich muss die Atome eigentlich miteinander verschränken. Wie macht man diese Verschränkung bei uns? Diese Verschränkung machen wir auf eine sehr geschickte Art und Weise. Zunächst einmal präparieren wir die Atome absolut bewegungslos. Die stehen im Raum und bewegen sich überhaupt nicht mehr. Nicht nur ein bisschen, sondern gar nicht mehr. Die sind quantenmechanisch absolut in Ruhe. Dann nehmen wir einen Laserstrahl, gehen auf das eine Atom und wir wollen dieses zweite Atom dann und nur dann kontrollieren, wenn ich zum Beispiel irgendwo etwas angeregte Information habe. Wenn das Ding im Grundzustand ist, dann soll das in Ruhe gelassen werden. Ja, woher weiß denn das Atom, dass da oben was ist? Und die kluge Idee, jetzt den Laser so einzustrahlen, dass ich mit der angeregten Amplitude, die da vielleicht existiert an Quanteninformationen, sofort eine Bewegung erzeuge. Das heißt, ich mit dem Laser schieße ich einen Puls auf das eine Atom, erzeuge eine Bewegung, dann und nur dann, wenn da eine angeregte Amplitude war. Dieses Atom fängt sich an zu bewegen. Aber da die beiden Atome sich einander abstoßen, sind ja geladen, fangen sich beide an zu bewegen. Nun, diese beiden Atome, die bewegen sich im Rhythmus und eigentlich vom Standpunkt der beiden Atome weiß man nun nicht mehr, bei welchem Atom habe ich hier die Bewegung hineingefüttert. Dieses Nichtwissen nennen wir Verschränkung. Denn das Atom weiß nun, da ist etwas, aber die Bewegung ist verschränkt mit der inneren Information. Jetzt kann ich zu dem zweiten Atom hingehen, kann dort eine Operation machen, die dann gerade die Quanteninformation umschaltet, wenn ich Bewegung hatte. Wenn ich keine hatte, dann tue ich es eben nicht. Und ich gehe wieder zurück und jetzt nehme ich die Bewegung wieder raus. Alles ist wie vorher. Allerdings habe ich genau meine Wenn-Dann-Entscheidung getroffen. Nämlich wenn hier eine Anregung war, habe ich über die Bewegung kurzzeitig dem Atom mitgeteilt, der hat aber was. Und jetzt mache ich eher eine Operation. Das ist schon auch alles, was wir im Quantencomputer tun. Das ist eine Gatteroperation. Genauso wie wir elektronische Gatter machen in Pentium-Prozessoren, machen wir jetzt solche Gatteroperationen mit Lasern und Bewegung in Atomen und Ionen. Das ist ein einzelner Baustein. Und Computerprogramme bestehen einfach in der Abfolge von sehr vielen solchen Operationen in natürlich viel mehr Atomen als nur gerade zwei. Das ist alles, was man braucht, um einen Quantencomputer zu bauen. Technisch ist das nicht ganz so einfach. Ja, wohin geht die Quantenphysik generell? Das ist eine schwierige Frage, wenn man das immer wüsste. Was wir vor allen Dingen als Überraschung empfunden haben in den vergangenen 10 Jahren, ist, dass die Quantenphysik nun angeschaut wird mit den Augen der Informationswissenschaft. Ich will bewusst sagen, nicht Informatik, sondern mehr im Englischen mithilfe der Computer Science, also der Informationswissenschaft. Das bedeutet zum Beispiel, dass Begriffe wie zum Beispiel die Fehlerkorrektur Eingang gefunden haben in die Quantenphysik. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben gelernt, dass eine Beobachtung eines Quantensystems, ein Messprozess, notwendigerweise das zu messende Objekt, also das Quantensystem selber, verändert. Und das führt notwendigerweise dazu, dass wir Fehler in das System einführen. Wenn man nun Fehler korrigieren kann, bedeutet das, dass man vielleicht sogar einmal diese Dinge alle rückgängig machen kann. Das war bis vor 10 Jahren völlig unbekannt. Wir schauen also heute in der Grundlagenforschung die Quantenphysik mit diesen eher informationsgesteuerten Augen an. Und das ist ein für mich sehr aufregendes Feld. Das ist, wo die Quantenphysik als Grundlagenforschung hingeht. In der Anwendung geht sie dahin, dass wir versuchen, die Methoden für Quantencomputer zu verwenden, für Quantenkommunikation, für Quantenmetrologie, also für die Wissenschaft des Messens. Wir können die Messtechnik verfeinern, indem wir Quantenmethoden verwenden. Wir können viel genauer messen, schneller messen und können
sensibler messen. Man kann Naturkonstanten genauer messen, man kann also schauen, ob wir unser Weltbild noch besser verstehen, als wir es jetzt bisher verstehen. Wir können schauen, ob unsere Naturkonstanten vielleicht wirklich konstant sind oder ob sie sich doch mit der Zeit ändern. Und wir können mehr und mehr verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist ja das, was uns alle interessiert. Wir schauen immer noch genauer hin und nur dann, wenn wir die Werkzeuge haben, dass wir noch feiner beobachten können, erst dann werden wir erkennen, ob unsere Annahmen, unsere Modelle, die wir für die Welt haben, tatsächlich auch die Welt richtig beschreiben.